check. Bist du bereit? Jo. 3, 2, 1. Jo Leute, was geht? Und damit erstmal herzlich willkommen zu Paragon. Ich bin heute nicht alleine. Glubschi ist auch wieder mit am Start. Hallöchen. Und wir spielen heute nochmal eine Runde. Ich spiele den neuen Helden The Fae. Bin sehr gespannt, wie der sich so spielen wird. Meine zweite Runde mit dem. Und da würde ich sagen, skill ich mich erstmal und dann fangen wir mal an hier. Ja, ich mach schon mal ein bisschen. Gut, also wie machen wir das heute? Wir haben schon eine Runde gespielt und die war, sag ich mal, Achtung, Wortwitz, ein Failer. Ey, den hast du von mir geklaut. Ja, der war auch richtig gut. Denn da steckt wirklich übelst wenig ein, der hält. Also zwei Schläge und er ist weg. Deswegen müssen wir da gucken, wie wir das angehen. Warte, ich bin hinter dir. Also wie immer. Diese Fähigkeit ist auch übelst geil. So, this is yours. Perfekt, danke. Gut. Dann würde ich sagen, holen wir uns erstmal die Minions, verbessern uns ein bisschen. Ja, es sei denn, in der Mitte wird einfach unser Turm angegriffen. In der Mitte wird schon vielleicht unser Turm angegriffen. Und keiner geht dahin. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Was geht da? Okay, Rektor hat gerade hart vom Turm versucht. Da ist wohl jemand zu spät aus dem Turm rausgegangen. Ich werde mich mal anschließen und von hinten kommen. Er hat gesagt, komm ich von vorne, du kommst ja von hinten. Aber immer diese Schmerzen. Tut das denn Not? So, das haben wir schon mal. Also, er ist auch wieder da. Unser Servo. Wo sind eigentlich unsere ganzen Helden? Ich komme mir hier so vor, als ob wir noch zu viert sind. Einer ist links. Drei sind wir hier. Wo ist Twin Blast? Gute Frage. Ja, erstmal aus dem Gegnerteam ist einer disconnected. Ja. Ne, bei mir steht, dass noch alle drin sind. Okay, dann ist er gerade wieder gejoint. Dann hat er denselben Fehler wie ich wahrscheinlich immer. Weil ich fliege auch manchmal einfach so raus. Jetzt kommen wir gleich alle. Ja, genau, Alter. Da sollte ich natürlich nicht reinrennen hier in meiner Rolle als Tank. Ach, Twin Blast ist auch links jetzt. Also doch alle wieder da. Ach, gut. Pass auf, dass Rektor dich nicht ranholt, ne? Das könnte ach ja, übel stimmt, werden. Kann vor allem, wenn er dann auch noch hier Mr. Maumau. Wenn er mich ranholt, hole ich jemanden runter. Oh, der spielt Iggy und Scorch. Der macht das so wie wir vorhin. Versuch mal bitte gleich den Turm wegzumachen. Reinrennen. Ja, juckt ihn einfach nicht. Er rennt trotzdem einfach rein. Ich hau da mal. Da ist gerade einer von denen in den Jungle rein. Mann, natürlich. Jetzt spiele ich Nahkämpfer. Und natürlich ist wieder Iggy dabei im Gegnerteam. Ich hasse ja, den. Ja, ist jedes Mal so, wenn man jedes Mal den falsch. Ich hasse den Typen, wenn ich Nahkämpfer bin. Man kommt einfach nicht an den ran. Ja, das ist einfach eine dumme Situation, was willst du machen? Ja, das ist auch eine dumme Situation, Achtung, dass ich hier. Das kann ich nicht. Ja, ich mach. Gut, danke. Ich schieß alles auf ihn drauf, was ich hab. So, Freunde, was machen wir hier jetzt? Gut, die wollen uns hier in die Zange nehmen. Ja, rechts wird natürlich auch angegriffen. Steel nimmt den Turm, ja, war ja klar. Ja, Leute, rechts verteidigen wir. Oh! Das hasse ich ja, Rektor, ne, mit seiner Scheißkette.
Da war sein Ding wohl zu kurz. Nee, nee. Was hat er denn jetzt angemacht, ey? Warum leuchtest du so? Ja, irgend so eine komische passive Fähigkeit. Bist du etwa wütend? Ich geh mal weg und geh einen Sammler platzieren, ja? Ja. Oh. Gereicht. Jawohl, Alter, jetzt sind die hier mit zwei Tanks. Was ist denn da los? Kommt ein dritter, ne? Ja, der dritte, der ist schon länger da, aber das sind halt zwei Tanks hier. Ja, die wissen nicht, was er machen soll. Ja, ich weiß gerade auch nicht, was ich machen soll. Aber gegen zwei Tanks, Alter, was willst du da machen? Verhindern, dass er sich hier zurück teleportet. Hehehe. Ja, immerhin kann ich aus der Ferne nicht angegriffen werden. Ja, das hat doch was. Aber zwei Tanks möchte ich auch nicht gerne hier haben. Okay, Steel ist mittlerweile auch weg. Und Rictor ist irgendwie kernbehindert. Ach jo. Sich die ganze Zeit direkt vor meiner Nase wegzuporten. Und ich greife ihn dann immer einmal an, damit er nicht wegkommt. Was hat denn der Ritter für Probleme? Weiß ich auch nicht. Entweder ist das geplant oder er ist einfach, keine Ahnung, ein bisschen unterbelichtet. Vielleicht will er, dass du ihn angreifst. Und hat das alles so schon lang geplant, keine Ahnung. Was ist denn mit dir passiert? Du kommst ja an, auf einmal bist du Half-Life. Ja, ich war ein bisschen im Jungle, hab mich da mit Minions angelegt und den Rest der Geschichte behalte ich für mich. Ich würde da weggehen, du bist gleich tot. Ja, ich bin auf dem Weg. Nein, nein, nein. Easy. Nein. Ich hab... Du lebst? Ja. Der Turm hat ihn für mich erledigt. Alles klar. Hast du jetzt einen Kill bekommen? Ja, von dem Turm. Du scheiß Abstauber, Alter. Da lässt der den Turm für sich arbeiten, Mann. Ey, das sind die Tactics. Ja, ich weiß. Ja, wenn er in unser Turm reinrennt, da kann ich doch nichts für. Ja, kannst du ja nichts für. Eigentlich ist es sogar gut, weil das ja so eine Dummheit war. Aber er wollte mich halt echt rauslocken. Was glaubst du, wie der sich gerade aufregt, dass du mit so wenig Leben noch gekommen bist? Oh, das ist natürlich ärgerlich, ne? Was anderes kann ich dazu auch nicht sagen. Ey, was ist denn da schon wieder los? Könnt ihr doch nicht wieder mit zwei Tanks ankommen? Was ist denn falsch bei euch? Leute! Ah, die Kette ging daneben. Kann ich, ne? So, also ich komme jetzt mal in die Mitte und unterstütze dich da ein bisschen. Dann musst du das nicht alleine machen. Oh, ich hab Rictor gerade ein bisschen aus unserem Turm rausgedrängt. Hab ihm ein bisschen Brückenmassage gegeben mit dem Schwert. Ja, ich weiß, es ist immer blöd als Kämpfer jetzt so eine Lane zu verteidigen, wenn die anderen Fernkämpfer sind, und dann passierst du halt immer. Da musst du dann immer im Team spielen, dass du auch schön da ran kannst, ohne wirklich vorher einzustellen. Also Fernkämpfer habe ich ja eigentlich nicht. Also immer nur Rictor, Steel schaut ab und zu vorbei und Feng Mao. Ja, Feng Mao ist... ein Charakter, den ich manchmal nicht verstehe. Weißt du, wenn ich den spiele, ist der scheiße schlecht. Ich komme mit dem eigentlich ganz gut. Aber wenn die anderen den spielen, dann bist du immer so am Schwitzen bei dem. Einfach mal ein bisschen verrückt durch die Gegend springen. Weil er nämlich nicht zu... Ach ja, Rictor kommt auch wieder an. Ja, hier, portel ich dich doch noch mal zurück. Oh, hat es etwa nicht gerafft. Das ist natürlich ärgerlich, wa? Diggelchen.
schon wieder zu kurz. Ich kann hier gerade echt nichts machen. Ich kann die einfach nur verarschen. Ich springe die ganze Zeit von links nach rechts und weich aus. Aber kannst du auch schlecht auf die schießen, ne? Du bist ja ein Kämpfer. Ich kann mein Schwert werfen. Das wäre voll nice, wenn ich so einen Boomerang einfach auspacken könnte. Ja, dann oder so eine Axt, die du wirfst. Oder ich werfe einfach mein Schild. Aber so dumm ins Gesicht. Ja, zum Beispiel. Aufpassen, dass keiner von hinten kommt. Das mögen sie nämlich alle von hinten kommen. Da können manche echt Geschichten von erzählen. Heul der da rechts rum. Ach nee, der rechts heult da gar nicht. Er ist ja gestorben. Dachte schon, er will hier Unterstützung. Da kann ich nichts machen. Ja, und da ist er wieder. So soll es sein. Aber das ist eigentlich ganz gut, wenn du dich schon mal im Dschungel ein bisschen auflädst. Dann kannst du nämlich bald gut verteilen. Das stimmt. Solange die hier kommen, ist ja alles gut. Pack deine Würmer wieder ein, du Sack. Jawohl. Ich glaube, heute ist irgendwie nicht mal Marvin Försters Tag, wa? Heute ist was? Das ist der Tag von unserem Teammate. Ja, weiß auch nicht. Achtung, lauf. Ja, da kommt in den rechten Jungle rein. Okay, verpieselt sich wieder. Ja, ich bin weg, danke. So, nimm mich dann mal. Ich glaube, ich nehme mal das. Nein, zwei von denen sind tot. Lol, Rito ist tot. Wie ist der denn gestorben? Der war doch gerade. Ja. Wahrscheinlich vorher vom Turm erschossen, als sie versucht haben, mich zu killen. Ja, er hat sich an seiner Kette aufgehängt. Ja, Selbstmord. Wo ist er hin? So. Gut. Jetzt gibt's aufs Fressbrett. Also man sieht, man kann auch mit Greystone ein bisschen taktischer spielen und nicht einfach nur. Es funktioniert. Wahre Wort. What? Ich habe 3 Kills? Wann hast du die gemacht? Ich habe Feng Mao getötet. Rektor wurde von Turm erschossen einmal. Und das war's eigentlich. Wurde er gerade wieder vom Turm erschossen und er ging wieder auf mich. Das war hammer nice. Wenn das wirklich so ist, ne? Dann krieg ich gleich wirklich hier Lochblech. Das. Nein. Ich meine, ich habe sonst keinen anderen. Was für ein Spaß ist das denn bitte? Weißt du jetzt mich? Ja, genau du, ne? Ich kann da ja nichts für. Wenn er einfach in meinen Turm reinrennt, was soll ich da machen? Ich kann ja nicht einfach sagen, nee, bleib mal. Bleib mal draußen. Das tut natürlich, nicht das ist deine Schuld, Mann. Oh. Willst du auch mal hier Rückzug, Junge? Da waren gerade 2 und einer ist da oben im Unsichtbarkeitsfeld drin. Nee, er ist im Tryhard-Modus, Mann, den kannst du vergessen. Er ist ja heute schon den ganzen Tag. Jedes Mal eigentlich. Ich weiß gerade nicht wirklich, was mit mir anzufangen, aber Turm. Hinter dir! Ja, ich weiß. Ich habe ihn schon gesehen, als er da reingerannt ist. Aber irgendwann musste man ihn ja da rauslocken. Lass mal hier unseren Kumpel in Ruhe.
Nice. Alter, er muss da links gegen zwei Gegner verteidigen, oder was? Das ist übel. Ja, nee, Stil ist es diesmal. Oh. Geht aber wieder direkt in den Jungle. Ja, hier, komm doch mal rein. So, ich bin auf dem Weg zu dir. Also bis jetzt muss ich sagen, halten sich die Gegner irgendwie ziemlich zurück. Da war jetzt keiner mit dabei, der irgendwie gut war, würde ich sagen, oder? Nö, nicht wirklich, aber... also wir haben Rictor, den Vollidioten, der sich vom Turm erschießen lässt, ohne Grund. Zweimal. Zweimal, also Respekt an dieser Stelle. Was für ein Idiot, ey. Ja, schon ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, Greystone greift mich an, das warst ja du. Boom. Da kommt Rictor wieder. Oh. Ich glaube, wir sollten uns gleich mal einfach in den Turm zurückziehen. Er kommt einfach hinterher und dann er regelt das von selbst. Pass auf, dass er dich nicht grabt. Ja, soll er machen. Ich warte nur drauf. Nee, Spaß. Ich möchte das echt nicht. Ich warte da nur drauf. Absolut kein Problem für mich. Wie der Minion wieder weggeflogen ist, das sieht manchmal so geil aus. Rictor und seine Kette, Alter. Oh, scheiße, jetzt bin ich daneben gesprungen. Was ist denn los? Ja, fang mal, du wirst sterben. Nein, und dann, du, Sack, nein, das kannst du doch nicht. Was ist denn? Nee. Ist er da nach vorne gejumpt, ey? Ich glaub's ja. Er ist noch entkommen, ey. Lacker da, ey. So, weg damit. Das nächste Mal habe ich den. Ich gehe mal in den Jungle und verbessere mich noch ein bisschen, ne? Jo, mach das mal. Komm, den kriege ich. Kein Gegner weit und breit. Ich muss sagen, ich merke mit diesem Deck Bam. Schon große Unterschiede. Oh, das ist ja gut, wenn es dann besser läuft. Oh, aua! Could you please stop this shit? Ja, hier. Rictor, komm mal wieder ran. Hier, Turm. Dein bester Freund. Du kannst es nicht lassen. Er rennt sogar wirklich. Jetzt fängt das wieder an. Das ist einfach Stellungskrieg hier. Ich warte einfach, bis sie unsere Minions weggemacht hat. Alter, ich glaube, der hat bis jetzt noch nicht einmal mit seiner Scheißkette getroffen. Das ist die Kette, womit man ihn durch den Dreck gezogen hat. Er will sie dir nur zeigen. Oh. Er setzt sie auch immer wieder in den Dreck. Oh, oh. Oh, er hat getroffen. Was ist nun los? Wow. Lauf. Die rennen einfach wieder beide in unseren Turm rein. Die sind beide fast tot. Komm mal her. Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, und dann attackt er mich auch noch in unseren eigenen Turm drin. Was ist... Ey. Ist das eigentlich deren Ernst? Die rennen in unseren Turm rein. Sag jetzt nicht, du hast einen vierten Kill. Er hat einen vierten Kill. Ja. Durch diesen Vollidioten. Ja, Mann, was soll ich denn machen? Die rennen einfach beide. Feng Mao und Rictor rennen beide in unseren Turm rein. Und attacken mich da drin. Das gibt's doch nicht, Alter. Dass das erlaubt ist, dass man so dumme Spieler haben darf. Ich hatte noch 300 Leben, hatte gedacht, ich glaube, ich sollte mal lieber weg. Aber dann habe ich halt gesehen, ich habe ja meine Ulti. Und wenn die mich halt töten, ist mir ja scheißegal, ich kann wiederkommen.
Und dann bin ich erstmal da geblieben. Ein Murdoch räumt aber auch ein bisschen auf, wa? Oh ne, das war die falsche Taste. Achtung, Rektor besucht dich wieder, ne? Ja, alle. Ach, was da? Achtung, ich muss einfach nur in den Turm reinrennen und dann ist gut. Vor allem, dass die das auch nicht lernen. Das sind halt Legenden, Mann. Ja, das sind die Legenden, über die man sich lustig lacht. Die man sich lustig lacht. Was habe ich da denn schon wieder gesagt? Die rennen in unser Turm! Nein, dich will ich nicht! Ich will Feng Mao! Ja, gut. Nice! Ja, hab ihn! Kriegst du ihn hier? Ich komm grad nicht ran. Hab nicht genug Mana. Den muss ich vergessen, sorry. Alles klar. Ja, ich komm grad wieder. Ich geh jetzt erstmal zur Base. Was will er denn jetzt? Ey, das ist unfair. Ja, komm, hau da ab. Du hast doch den Sprung noch. Ja, ich bin gerade gesprungen. Ich kassiere aber gerade hart. Alles klar, ich bin davon gekommen. So, also ich gehe zur Base, ich verbessere mich und dann komme ich wieder. Ich muss einmal Leben auffüllen. Perfekt gepasst. Mann, dann kommt. So, ich musste mich auf Leben und Rüstung skillen, weil, wie gesagt, der Charakter hier hält nicht viel aus. Das habe ich damit geändert und jetzt kommt nur noch Damage und dann werden die Gegner alle wegrennen. Werden sie weggefaked? Oh ja. The Fae fegt die Gegner weg, ne? Ah ne, faked. Oh, lustig. Ne, Moment, ich komme. Ach ne, das bist gar nicht du, das ist Marvin. Ich bin hier hinten. Schade, ich dachte, er rennt da rein, das wäre es gewesen. Ja, genau, jetzt kassiere ich das Ding. Ich dachte, ich stand außerhalb. Man muss halt echt nur einmal in diesen kleinen Kreis rein, dann kriegt man das direkt ab. So, weg mit dir. Ich warte die ganze Zeit, dass Rektor hier nochmal reinrennt und einfach mal seinen Move macht. Ja, der ist gerade links. Aber er lässt irgendwie auf sich warten. Feng Mao habe ich auch schon lange nicht mit. Ne, warte, Rektor ist links. Ja. Feng Mao ist auch links. Wollen wir da unterstützen oder bleiben wir hier? Ich gehe mal rüber. Gut, ich komme von der anderen Seite. Die sind da nämlich. Ich glaube, Iggy ist auch da. Oh, nee. Dann nehmen wir die in die Mangel. Er schlägt sich da ja alleine ganz gut, muss man sagen. Nice. Er schlägt sich sehr gut jetzt. Ja, gut, Rektor ist ein ziemlicher Idiot. Aber das hat er gut gemacht. Erstmal die Tür mehr wegmachen. Wie die einfach mal vor uns fliehen. Nichts. Oh, moin. Nur Idioten mit am Start, oder? So. Kurz den Sammler mit. Ja, komm. Ja, genau, Alter. Das ist wieder ach, die also, Fanatik. Ich hab so viel Rüstung, oder? Eigentlich macht mir das alles gar nichts mehr. Sammler, Sammler. Gut. Achtung, Steel kommt, Steel kommt. Ja, ich komme wieder. Wo bist denn du überhaupt? Ah ne, du bist im Jungle. Dann ja, bist du außer Gefahr. Oh, moin. Rektor kommt von unten. Rektor rennt an mir vorbei. Ah, wollte dich gerade snacken. Ich habe mich aber dazwischen gestellt. Sonst wärst du, glaube ich, ziemlich am Arsch gewesen. Ja, kann sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall danke. Kurze Zeit 1300 Damage kassiert. Oh. Also ich glaube, du wärst echt tot gewesen. Ja, ich habe mittlerweile 2200 Leben.
und eine mega Rüstung. Von daher scheiße ich da nur. Oh oh, aua. Nein, kein Turm! Nein! Oh, okay, ich komme wieder. Huh. Ja, Mann! Ja! Gut! Nice! So will ich das haben. Er rennt da schön rein und ich hole ihn mir. Aua! Jetzt holen wir uns mal Iggy und Scorch. Ja, Moment mal, ich habe nicht viel Leben. Ich habe 700 nur. Okay. Er rennt da einfach zu dir. Was ist los bei dem? Hey komm, du hast doch heute irgendwas genommen, bist du nur Lackers oder so. Das war einfach wieder richtig geil. Ich hab, stand da oben halt. Murdoch kam an, hat den einen Schuss reingegeben mit seiner Streuschuster, seiner Schrotflinte. Und dann bin ich, dachte ich mir halt, ja okay, wenn er auch raufgeht, dann gehe ich halt auch rauf und dann boom weg. Vor allem, er kommt auch einfach noch weiter vor. Das ist echt wieder so eine Sache. Weißt du, wir schwitzen hier alle für unsere Kills und Iggy und Scorch läuft einfach neben dir lang, ohne sich zu wehren. Er hatte halt schon Damage gekriegt und dann, oh, wen haben wir hier denn in der Mitte? Hallo! Rictor ist wieder da, mein guter Freund. Ach, Rictor ist wieder am Start. Ja, warte, ich komme mal vorbei. Mein Bester. Die lebende Legende. Der, der in den Turm rennt und sich vor dem Laser fürchtet, ne? Ja, wobei man sagen muss, eigentlich mag er den Laser ja. Ne? Nee, bis hierhin ja, reicht deine Leine nicht. Komm mal hier, wollen wir ein bisschen spielen? Kann er treffen? Scheiße! Nein, ich komm nicht weg! Das ist doch schon am Posen gewesen und dann hat er dich. Das ist, war ein bisschen knapp. Aber ich dachte, ein bisschen kann man die mir mal verarschen. Tja, aber ich glaube, da hat er dich verarscht, ne? Er geht einfach wieder rauf. Was macht er da? Ja, er ist wieder im Schweihaken. Ja, der stirbt, da können wir nichts machen. So, Mann, Rictor, ich hab ihn, yeah! Gut. Oh, erstmal die Minions kassieren. Und da würde ich sagen, nehmen wir das. Also, wir müssen aufpassen, Steel greift gerade rechts an. Also, ich habe ihn zumindest gerade da gesehen. Ja. Ja, guck, da ist er. Ich komme mal mit rüber, ja? Greif ihn aber bitte noch nicht an. Nee, das kann ich auch gar nicht alleine. Ich habe zu wenig Leben. Ja, ich lehm ihn für dich, dann kannst du ihn dir schnappen, ja? Ja, okay. Kannst du dich noch wiederbeleben? Oh! Oh, oh. Nee, erst in einer Minute. Achtung, er kommt. Jo. Er kommt. Ich komme nicht hinterher, die Minions versperren den Weg. Nö, alles gut, alles gut. Okay. Der guckt jetzt irgendwo im Jungle rum. Ich muss aber kurz zurück und aufbessern. Lebensregeneration brauche ich auch. Gut, du bist da. So. Alles klar. Schaden. Und noch Steel mal greift unseren Sammler an. Meinst du, es wäre schlau, wenn ich mich mit dem alleine messe? Ich komme gerade, also ich bin gerade auf dem Weg. Ja, er hat den Sammler jetzt, das ist das Problem. Er kommt jetzt raus. Ja, ich gehe gerade rein. Wo ist er denn? Okay, da. Alles klar. Hier bei mir. Bin gleich da, bin gleich da, bin gleich da, bin gleich da. Hallo! So, ich fessel ihn für dich. Fesselspielchen! Junge, der Sprung eben ein bisschen daneben. Ich komm grad nicht hinterher. Halt ihn ein bisschen auf. Hab ihn. Nein! Nein! Nein, das kannst du mir jetzt nicht antun! Das kannst du nicht. Das gibt's. Ich krieg ihn, ich krieg Alter, ihn, ich krieg ihn. Kommt. Nein, nein! Achtung! Der kommt! Nein! Das kann nicht sein! Das ist jetzt nicht wahr, Alter!
Nicht sein Scheißernst! Glücksi, kannst du mal eben nach rechts gehen, den Sammler machen? Ich lenke dir hier so lange ab. Ja. Ne, warte, er sieht dich, er sieht dich. Boah, er kann mich so viel sehen, wie er will. Oder? Ne, hat er nicht. Der hat's nicht gecheckt. Der Stil uns entkommen ist, ne? Wieder einer dieser ganz besonderen Momente. Na gut, was willst du machen? Aber immerhin haben wir ihn vertrieben. Achtung, Gadget ist da und ich kassiere das Ding. Alles klar. Ciao. So, da hat er erstmal ein bisschen kassiert. So. Ich gehe in den Dschungel, ne? Ja, mach das mal. Ich will mich noch eben einmal... Welches Level bist du mittlerweile? Verbessern. 12 auch, okay. Gut. Ich will hier gerade rechts nicht weiter vor, weil ich habe Angst, dass ich dann aus dem Dschungel genudelt werde. Ja, das ist immer so ein scheiß Problem, ne? Ja, vor allem, wenn der erste Turm weg ist, weil dann hast du die nächste Deckung erst in 300... Ja, du willst sie zurückziehen, dann können sie von da auch noch kommen. Da müssen wir dann immer aufpassen. Ja, ich gucke auch schon so richtig paranoid immer manchmal nach hinten. So, ich gehe zurück zur Base, bin gleich wieder da, ja? Jo, alles klar. Ich halte hier die Stellung. Gut.